Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X HD, oder sollte es nicht eher nennen Final, ich lasse einfach mal Kisten stehen, HD. Naja, wie dem auch sei, ich bin ja hier gerade eben in der letzten Folge weggerannt und da habe ich doch eiskalt die Truhe vergessen. Aber naja, war dann auch in der Nähe, nichts passiert, jetzt geht's weiter. Und zwar dürfen wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Ich habe jetzt natürlich schon alle Gegner 10-mal gefangen, die es hier zu fangen gibt. Also sowohl im Wasser als auch in der Luft und auf dem Boden. Und dementsprechend werde ich einfach mal aus jedem Kampf fliehen. Aber auch dann festgestellt, Teufelspudding ist tatsächlich anfällig für Panzerbrecher. Dementsprechend einfach Panzerbrecher und dann normal weiter angreifen. Das ist jetzt nicht so schwer. Dennoch nerviger Gegner, weil man muss immerhin erst Panzerbrecher machen, um überhaupt mal gegen ihn anzukommen. Denn sobald er halt unter, ich glaube, ein Viertel seiner HP fällt, dann heilt er sich immer mal gegen mit Heilwind, Himmelswind. Ist es nicht so stark, aber Heilung ist Heilung und wenn man schon wenig Schaden macht, dann ist jede Heilung nervig. Gut. Wir müssen jetzt jedenfalls hier nach oben stampfen, zu dem roten Pfeil. Weiß gar nicht. Ach ja. Und nochmal wegen den Gegner fangen. Es ist relativ einfach, die Gegner hier zu fangen. Jedoch, ich sag mal, mangelt es ziemlich an den stärkeren Gegnern. Also, kommt natürlich zu selten. Und, naja, dadurch, dass man meistens bei den starken Gegnern immer nur einen hat, ne, siehe hier, dauert das halt ewig, weil man halt Mandragora, also man hat wirklich Mandragora, man hat, ne, Madragora heißt's, man hat, oh, wie heißt er? Behemoth und man hat Teufelspudding, sind ja schon mal die, die immer nur einzeln sind, dann hat man die, die sind ja auch bloß einzeln, braucht man auch schon mal 10 Kämpfe. Das heißt schon mal 40 Kämpfe, die man machen muss, plus die, die man doppelt hat, plus die Fische, weil das sind jetzt bloß wieder die die Landlebewesen gewesen. Also es dauert hier eine ganze Weile, zwar man die auch nicht alle one-hitted, man braucht halt dann so seine 3 bis 4 Schläge, aber ich habe sie nämlich gebracht. Und bisher geht mein Plan eigentlich echt gut auf, dass ich das so alles so nach und nach mache, immer so 2-3 Folgen aufnehme, dann wieder kurz grinde, dann wieder 2-3 Folgen aufnehme, dann wieder flüchte und so weiter. Und man hält sich in einem sehr übertrieben hohen Level, muss man sagen. Auch als, auch wenn ich weiß, dass der Wunsch bestand, dass ich nicht so sehr overlevel, aber kann man nichts machen. So, Rico geht ins Grüne. Muss man einfach nur nach Farben sortieren. Beziehungsweise nach Größe, aber das sind halt auch die Farben auf dem Sphärobrett. Na gut, das Rot jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber im Prinzip ist das eine ganz einfache Sache. Oh, hier gibt es auch wieder eine Kiste, die man leicht vergessen könnte. Mit dem Glücksphäroid. Tschüss. Jetzt haben wir noch ein paar Kisten abzuholen. Da. Okay. Also wir müssen jetzt hier noch ein bisschen herumlaufen und Zeug einsammeln. So nervig das auch ist, ich kann es nicht ändern. Kann ich leider wirklich nicht. Es wird ja alles schneller gehen, wenn ich schon 0 Encounter hätte, aber das Spiel will nicht, dass ich das schon jetzt schon habe. Leider. Ist ja wirklich cool, aber leider geht es nicht. So, mit Tidus bin ich jetzt auf dem Sphärobrett übrigens Richtung Schutzengel gegangen. Das heißt, er ist auf gut Deutsch jetzt durch Kimari durchgestürmt. Von Wacker aus durch Kimari gerade durch. An seinem Anfang quasi wieder vorbei und jetzt halt ist hier gerade der Level 2 Sphero-Stopp zu Yuna weg, was man jetzt nicht sieht, weil Yuna gerade nicht in der Truppe ist, da wird es ausgeblendet.
Und dann halt nach oben, also quasi von Yunas Startpunkt aus gesehen, wiederum nach oben zum Schutzengel. Wird nochmal beschützt von, ich glaube, 2 Level 4 Sphero-Stops. Aber mittlerweile haben wir ja genug. So, jetzt auf keinen Fall nach oben gehen. Wir haben noch ein bisschen was mitzunehmen. Nämlich zum Beispiel. Kommt eh nochmal ein Gegner. Deswegen sage ich es noch nicht. Ja, Ashuras gibt es auch hier. Die hätte man gar nicht draußen fangen müssen, fällt mir gerade auf. Naja. Hier drin sind die viel häufiger. Dadurch, dass es halt immer gleich 2 sind. So, haben einmal das Loch gefüllt. Dann haben wir schon mal eine Kiste. Mit einem Sternenschutz. Und dann haben wir noch. Dabdidu, dabdidu. Da. Muss halt immer nebenbei lesen, wo es nochmal lang ging und was es da nochmal gab. Nicht, dass ich hier nochmal eine Kiste vergesse, wie in der letzten Folge eben doch mal geschehen. Genau, jetzt. Hier waren vorher auch keine Steinchen drin. Und da muss man jetzt hier nochmal eine Runde rumschwimmen. Schwimm, Shifu, Schwa, schwimmen. Denn hier kommt man nochmal zu Kisten, die man nur gesehen hat, wenn man oben diesen rechten Pfad lang geschwommen wäre. Hatte man eine Aussicht hier runter zu den 2 Kisten und das ist einmal ein Vitalring und einmal ein Rücksphäroid. Und das wär's dann mit diesem Dungeon. Hat man den komplett gelöst. Wir müssen ja auch quasi. Na doch, wir müssen noch einmal rein. Ich wollte schon sagen, wir müssen hier nie wieder rein, aber doch, wir müssen noch einmal hier hinein. Leider, leider, leider. Naja, was willst du machen, ne? Außer ausrasten hier und alles kaputt schlagen und ja. Na naja, gut, dann haben wir auch No Encounter und können ja einfach durchrennen, ohne irgendeinen Gegner zu treffen. Das haben wir immerhin schon hinter uns gebracht. Yippee. So, bevor ich jetzt aber rausgehe. Achso, wieder Riku verbannen. Ich hätte immer noch diesen Stepdance. Das ist cool. Das ist wie so Half-Steps in Final Fantasy 9. Was jetzt keiner so was sagt, außer erkennt die Speedrun-Struts oder die Glitches aus dem Spiel. Half-Steps. Leider funktioniert das in diesem Spiel nicht. Zumal es in Final Fantasy 9 auch bis auf der Weltkarte funktioniert hat. Schade eigentlich. So. Wir sind so gut wie draußen. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Yuna Leska. Lady Yuna Leska. In Xanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. Also dich ganz. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Ja, ja, labert man nicht so viel. Ja, wir haben ja noch was vor, Mädels. Mädels und Yuna natürlich auch. Ja, hier nochmal gern demonstriert, auch wenn es jetzt natürlich eine doofe Geschichte ist, dass ich jetzt hier einen Hinterhalt habe, aber kurz mal demonstriert, wie ich die am liebsten besiege. Im Idealfall bekommt man keinen Schaden. Ah, schade, nicht ganz genug. Im Idealfall greift man mit Titus zweimal an, dann macht Wacker einmal Panzerbrecher und dann macht Owen Rest. Aber dass ihr auch mal gesehen habt, dass die Himmelswind anwenden, sobald die halt unter einen bestimmten Betrag fallen. Droppen halt so Zauberzeugs. Und an dieser Stelle soll ich vielleicht doch mal kurz speichern. Na, ja, vielleicht ist gerade da. Boah, wow, schon über 50 Speicherstände. Alter Vater. Da muss ich aber irgendwann mal wieder aufräumen. Spätestens, wenn ich hier so weit bin, dass ich weiß, dass alles fertig gerendert ist und so. Ich nichts mehr nachspielen muss oder sowas.
Okay. Dann. Gut. Finde ich gut. It comes. Auch wieder ein lustiger Gegner, den man durchaus auch unterlevelt besiegen kann. Natürlich, es gibt ja auch eine Challenge, wo man überhaupt keine Level quasi verwendet, aber das ist ja wieder was anderes. Wenn ihr jetzt normal gespielt habt, dann geht folgende Taktik ziemlich gut auf. Er fängt an mit Weißmagie Haska. Soweit solltet ihr gelevelt haben, also Haska sollte man an dem Punkt wirklich haben. Normalerweise. Man muss nicht. Wenn nicht, dann benutzt halt einen Chocobo Downer oder einen Chocobo Feder. Ist halt dann die nur 4 Quid Challenge. Strat, glaube ich. Dann entweder Trisaster, was aber wenig Sinn macht, oder einfach Blindschock. Um das Vieh mal blind zu machen. Dann natürlich Panzerbrecher. Und weiß ich gerade gar nicht. Reizen. Jetzt ein bisschen blöder. Wenn es dafür anfällig ist, müsste es auch eigentlich dafür anfällig sein. Mal gucken. Schade. Hätte ich mir denken können. Ja, Unkrautjäger ist halt. Hat der es dann schon? Ah ja, Thron. Gegen Thron ist er anfällig. Deswegen hatte ich gedacht, er ist auch gegen Retardshock anfällig. Das kann man natürlich auch nochmal machen. Halt, wo war's? Da war's. Das ist halt das Coole. Man kann die einfach mal übelst tot mobben. Also da kommt er nicht mal zum Zug mit der Strategie. Und zack. Wie Wächterheiligtum kann ich gefangen werden? Ich bin enttäuscht. Das wäre cool, wenn man einen Bossgegner fangen könnte. Ich habe jetzt auch nicht geklaut. Einfach mal um zu zeigen, dass man den ohne irgendeine Gegenwehr außerhalb der einen Konter, dass man den besiegen kann. Geklaut hätte man jetzt einen Turbo-Äther. Mein Gott. Man kann halt auch nie wirklich was verpassen, wenn man mal Gegner nicht beklaut. Hey, can't we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Zicke. Gut. Zwei Rücksphäroide. Schön. Hey, come on, let's go. We are. We're almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary guardians choke sometimes too, yeah? Legendary guardian? I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Ja, ist schon eine coole Sau irgendwie, aber naja. Bevor wir jetzt weitermachen, kurz mal eine Anpassungssache. Ui, bin ich aber nah dran hier. Sehe ja gar nichts. Und zwar durchaus mal verwendbar ein Testferoid. Dann suchen wir uns kurz wieder Riku. Da unten. Und lernen auch mit dem Kollegen rauben. Macht alles ein bisschen einfacher, denn wir kommen jetzt mal an ein paar Items, die man, naja, leicht klauen kann. Und ansonsten macht man sich das Leben nur schwer. Sagen wir es mal so. Wir sind da. A city dead for a thousand years. A city I had to see with my own eyes.
the end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers, slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go down to Xanarkand. I'm not saying we shouldn't go, but shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni! Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Cid, thank you. No, you can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Ja, ja. Sir Orin, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter,
You said you would take me as far from Pavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then. Because that was when I knew my father was dead. And I would never see him again. You just held me without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Apes. You are... This is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all, I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. Ach ja, lange, lange, lange Zwischensequenz, aber wichtig, um die Gefühle unserer kleinen Heldin zu verstehen. Merkwürdig, dass übrigens in der kleinen Nische da keine versteckte Kiste ist, aber naja. Ja, das war jetzt durchaus wichtig, um Einblicke in die Charaktere zu bekommen und um sie uns wichtig zu machen, jetzt mal aus Game Design Sicht. Ja. Schön. Finde jetzt auch die Stille echt schön. Ganze Zeit so Gefühlsduselei und dann Stille. 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 Ja. Finde ich auch wichtig eigentlich, dass in Xanarkand keine Musik ist. Zumindest noch nicht. So. Also, dann würde ich jetzt sagen, bevor wir jetzt zur nächsten längeren Zwischensequenz gehen und Stelle, die ich auf keinen Fall unterbrechen möchte, weil die unheimlich sentimental macht, also richtig geil inszeniert ist, wie ich finde, machen wir an dieser Stelle einen Cut, weil es sind ja schon wieder über 25 Minuten,
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann weiter uns dem Ende nähern? Fragezeichen. Also macht's gut und tschüss. Listen to my story. This